Hallo meine Lieben, heute möchte ich mit euch eine Weihnachtskarte, Gutscheinkarte, Geldkarte, wie auch immer, machen. Und zwar habe ich hierfür das Produktpaket bzw. das Stempelset Friedvolle Zweige hergenommen und habe das Stempelset Weihnachtsmix und einen Stern bzw. zwei Sterne hier aus dem Set Sternenglanz hergenommen. Und ja, dann legen wir mal los. Ich zeige sie euch mal noch innen. So sieht das Ganze aus. Dann könnt ihr hier euer Geld oder eine Gutscheinkarte reinmachen. Ich habe hier noch eine alte Gutscheinkarte. Da ist nichts mehr drauf. Nur zum Zeigen. So kann das Ganze dann aussehen. Und ja. Ich zeige euch jetzt gerade, was ich dafür verwendet habe, beziehungsweise die Stempelsets habe ich euch ja gezeigt. Dann brauchen wir eine Grundkarte. Ich lege die mal hier an die Seite. Die habe ich jetzt hochkant bei 10,5 DIN A4 abgeschnitten und bei 14,85 gefalzt. Und das Ganze falten wir dann. Die Idee habe ich bei Chic and Scratch gesehen. Das Video verlinke ich euch genauso wie die Produkte unten in der Infobox. Dann habe ich mir ein Stück Flüsterweiß zurechtgeschnitten. Das hat jetzt 3 mm kleiner als die Grundkarte. Das sind 10,2 mal 14,55 cm. Ihr könnt euch das natürlich auch gerade anpassen, wie ihr das wollt. Und jetzt brauche ich meine Stempelunterlage. Dann mein Stempelkissen in Tannengrün. Und ich brauche auch gleich noch mein. Ich muss mal noch ein wenig hier rumräumen. Das habe ich vergessen. Mein Embossingpulver, das brauche ich gleich. So, und jetzt nehme ich meinen Stempel hier. Ich habe den hier schon auf dem Acrylblock drauf. Und färbe mir das Ganze ein und stempel mir das Ganze jetzt hier rund um den Rand. Ich drehe den immer ein wenig. So. Stempel ich mir den jetzt einmal ab und mache den mir gerade schnell fix sauber, damit ich jetzt nicht hier reingreife. So. Falls ihr es ein wenig rumpeln hört, das ist mein Mann, der macht jetzt gerade Weihnachtsbeleuchtung dran. So. Dann darf mein Stempelkissen jetzt hier schon weg. Dann gucke ich jetzt einmal gerade hier drüber, aber das dürfte jetzt trocken sein. Dann brauche ich jetzt meinen Embossing Buddy. Und da gehe ich jetzt gerade hier drüber. Und nehme hier meinen Kleckserstempel, der ist auch aus dem Set Friedvolle Zweige
und mein Balsamark. Und dann stempel ich mir jetzt hier auch kreuz und quer die Punkte drauf. Mal schauen. Hier kann noch was dazu. Hier unten kann auch noch was hin. Ja. Dann embosse ich das Ganze jetzt mal in Gold. Und dann nehme ich meine Box her. Und meinen Löffel und gehe jetzt hier drüber. Das gerade mal an die Seite und dann erhitze ich mir das jetzt schnell. Mal den Föhn ein wenig anlaufen lassen. Dann darf das jetzt gerade an die Seite. Dann habe ich mir jetzt hier in flüsterweißem Farbkarton und in goldenem Farbkarton, das ist der zweitgrößte bestickte, ihr findet es unten, größter Kreis. Und dann habe ich dazu passend aus den lagenweißen Kreisen in Goldfolie hier ausgestanzt. Und den weißen werde ich mir jetzt noch ein wenig bestempeln. Und zwar muss ich jetzt mal gucken, nehme ich mir das Frohe Feiertage hierher. So, und jetzt muss ich mal gucken, was ich hier noch für ein Tannenbäumchen habe. Ich glaube, ich mag hier aber auch noch mal den blauen haben. Und werde mir jetzt hier in Marineblau das Frohe Feiertage stempeln. Dann nehme ich mir hier gerade meinen Acrylblock her. Und setz mir das jetzt hier an. Und stempel das. Entschuldigt bitte.
Ich hoffe, dass ich das jetzt passend. Ich habe direkt hier oben drüber meine Kamera, wie ihr gerade gemerkt habt. Passt nicht ganz, ist aber auch nicht schlimm. Aber das ist, wenn man seinen Kopf nicht direkt oben drüber machen kann, ein wenig schwierig. Aber das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja handgestempelt und das darf auch ruhig handgemacht aussehen. So, das reicht. Und dann kommt jetzt hier das Bäumchen drauf. Das mache ich aber gleich. Ich drehe mir das Ganze jetzt mal um. Mach mir meinen Stempel sauber. Und den auch gleich. So. Dann brauche ich jetzt mal 2, 3 Dimensionals. Die klebe ich mir schon mal hier hinten drauf. Dann darf das an die Seite. Dann brauche ich jetzt meine Grundkarte. Dann findet ihr im Hauptkatalog, haben wir 3x3 Inch Umschläge. Da nehmt ihr euch einen Umschlag her. Jetzt muss ich mal gucken. Ich muss mit meinem Stuhl ein wenig zurück, dass ich keinen Hund hier unter meinen Rädern habe. So, dann brauche ich meinen Papierschneider. Ich komme ein wenig nach oben, dass ihr das Ganze seht. Dann legt ihr das Ganze, das ist, wenn man so viel Zeug hier rumliegen hat, dann legt ihr das Ganze hier an. Und schneidet euch die Lasche ab. Die darf dann weg. Das Ganze kleben wir jetzt hier rein. Das mache ich mit Abreißklebeband. Falls ich den Anfang finde. Und das Ganze klebe ich mir jetzt hier in den oberen Bereich. Gucke, dass ich so vom Boden und an den Seiten ungefähr den gleichen Abstand habe. So geht es besser. So, dann mache ich mir jetzt hier unten mein Papier rein. Und das Ganze klebe ich mir jetzt auch mit Abreißklebeband rein.
weil durch, also ich nehme für innen rein nicht gerne Flüssigkleber, weil man durch das weiße Papier dann im Endeffekt den Kleber sieht. Deshalb nehme ich für weißes Papier gerne immer Abreißklebeband. Und dann stempeln wir die Karte innen noch. Da setze ich mir lediglich 3 Sterne rein und das Ganze auch in Marineblau. Beziehungsweise könnte ich auch Marineblau und Tannengrün zusammen verwenden. Dann mache ich einen in Blau und 2 in Grün. Einmal. So, dann stempel ich mir lassen wir mal noch auf hier oben auf meinen Umschlag erfüll dir einen Wunsch. Und setze mir hier drumherum auch nochmal Sterne. Machen wir hier einmal blau. Oh. Nein, ich habe es genau gewusst. 2 Stempelkissen und Frau Henn ist total überfordert. Küchenrolle. Jetzt hatten wir einmal blau, dann einmal grün, grün, so. Dann klebe ich mir jetzt hier mein bestempeltes Papier auf. Na komm, na komm. So, dann habe ich mir einen inch breiten Streifen abgeschnitten
Das sind 2,5 cm. Ich lege mir das Ganze hier an und knicke mir das Ganze um. Den kann ich mir hier ein wenig einkürzen. So lang brauche ich ihn nicht. Aber ich hatte keinen Rest mehr. So. Dann klebe ich das Ganze hier zusammen. Gucken, dass sich es auch schieben lässt. Lässt es. So. Dann mache ich mir jetzt hier in den unteren Bereich ein wenig Kleber und setze mir jetzt hier meinen goldenen Kreis auf. Dann kommt mein bestempelter Kreis drauf. Nein, 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 nein. Mist. So. Mal gucken, dass ich den relativ gut zentriert bekomme. Und dann darf mein Bäumchen noch drauf. Dann habe ich mir hier ein kleines Label ausgestanzt. Und stempel schöne Weihnachten auf ein Reststück Flüsterweiß, den ich hier habe. Das schneide ich mir dann zurecht. So. Und ich werde jetzt hier mit meinem, nee, das ist der klare. Ich habe noch einen alten Wing of Stella Stift in Gold. Werde ich mir
hier so kleine Punkte draufsetzen. Und klebe mir das Ganze jetzt flach drauf, dass wenn man die Banderole runter macht, dass man da nicht hängen bleibt. Also das setze ich mir jetzt einfach hier flach unten drauf. Und fertig ist die Gutscheinkarte. Ich hoffe, sie gefällt euch und macht euch Lust aufs Nachbasteln. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und bis bald wieder. Tschüss!